Hallo ihr Lieben, heute bei uns im Norden ist wunderschönes Wetter mit dem Schnee. Also ich zeige mal kurz, wie das aussieht. So. Ist herrliches Wetter hier. Und ich habe eine Poster für euch. Eine wunderbare, diese Porsche, das brennt in mein Herzen und das ist auch mein Thema. Mein Thema, was ist mit der Achtsamkeit? Ja, ja, in dieser Zeit, wo man so viel Information um sich haben. Ja, die Achtsamkeit. Ich bin 100% hier und jetzt. Oder 50%, 60%, 80%. Ich bin ganz da sein, oder? Ja, manchmal nicht. Und auch nicht immer. Und deswegen, ich habe ein Beispiel heute. Ein Beispiel. Wir haben diese Wasseranlage, Filter. Jede Jahre kommt einmal der Techniker zum dieser Filter wechseln. Und wir haben letzte Woche, wie normal, jede Jahre kommt einmal. Und war er hier, er hat alles so fröhlich mit meinem Mann gesprochen, alles so viele Freude im Gespräch. Und seine Arbeit fertig und er fährt weiter. Und dann holt meine Wasser, meine Kinder diese Wasser von Wasserfilter. Dann kommt keine Wasser raus. Oder doch kommt Wasser raus, aber nicht schmecken wie normal. Und wir haben die Firma angerufen und eine Woche, wir haben kein Wasser. Und heute kommt er zu uns und gucken, ob ihr irgendwas fällt, irgendwas defekt ist. Und hat er gefunden, diese Abwasser ist noch so, ne? Alles zu decken. Und dann kommt kein Wasser. Das kommt wieder zurück, die alte Wasser. Hallo Ina. So, und wir haben gelacht, und er hat gesagt, das war letzte Woche mit deinem Mann unterhalten, wir sprechen so viele verschiedene Themen und ich habe das vergessen. Ich habe vergessen, diese Decke rauszunehmen und deswegen eine Woche habt euch keine Wasser. Und es tut mir leid, das habe ich so, das ist mein Fehler, meine Schuld. Und ich habe gesagt, ja, das ist bei mir auch manchmal so. Also ich habe irgendwas in der Hand und habe ich auch mal wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich die Sache gelassen. Und dann muss ich schön, ich suche die Sache nicht mehr. Ich suche die Sache nicht mehr, sondern ich atme nur tief ein und aus. Und entspanne mich. Dann mache ich weiter meine Arbeit und dann später fällt wieder ein, wo habe ich die Sache gerade verloren. Dann die Gedanken wieder und dann weiß ich, wo habe ich die Sache gelassen. Also Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit ist so wichtig. Die Achtsamkeit ist so wichtig in dieser Zeit, wo alles viel zu viel um die Ohren. Ja, ja, ist das so. Ich weiß nicht, ob bei euch so passiert. Ina, hast du auch sowas? Ja, und dann verabschieden der Techniker und er hat die Telefonnummer hinterlassen. Er hat gesagt, ruf mich an. Wenn irgendwas ist, dann ruf mich einfach an. Oh, schade, wegen dieser
Achtsamkeit von mir und habe euch eine Woche keine rote Wasser getrunken. Und deswegen, ich habe gesagt, oh, ich muss mal auch diese Gedanken teilen. Diese Gedanken teilen. Oh, ich muss mal in mir mehr zurückgehen. Ich bin hier und jetzt. Und atmen tief ein und auf. Ja, ich bin 100% hier. Hallo, Tita. Ja, ich bin 100% hier und jetzt. Ja, oder? Meine Gedanken ist irgendwo. Ja, und dann freue ich mich. Freue ich mich. Ich bin hier. Ja. Und ich bin glücklich, dass ich euch diese Erfahrung von mir euch teilen durfte. Und bin ich dankbar dafür. Ja. Also, ich bin in die Mitte. Und deswegen, mit dem Laufen ist auch so wichtig, meine Fuß so mal trecken. Ja, links und rechts gleiche. So. Und manchmal ich bin mehr schwer in dieser rechten Seite und manchmal bin ich mehr schwer in dieser linken Seite und dann bin ich auch gleich. Und dann achtsam, bin ich mehr achtsam geworden mit dem Laufen. Mit dem Laufen. Laufe ich? Wie laufe ich? Ja, und deswegen, ja, gestern, ich habe auch sehr, ja, hallo Tunga, ich habe gestern auch sehr schöne unterhalten mit einer Heiler in Vietnam. Ne? Also er hat mich Fragen, ich möchte dich hier Freundschaft werden fragen. Und ich bin neugierig, was er machen. Was mag er? Also ich bin auch neugierig, weil er geschrieben, ich hilf die Leute heilen selber der Lehrer innerlich zu erwecken und Verbindung mit deiner Heilung von der Lehrer innerlich selber. Ohne Tablette, ohne Medikament, ohne Nahrungsergänzung. Und ich bin neugierig und, oh, ist das schön, ich möchte auch lernen. Wie kann ich das lernen? Ja, ich bin neugierig und habe ich ihn gefragt. Zum Glück, diese Verbindung ist da. Dann hat er sofort gesagt, oh, ich sehe dich, du hast karmische Ursache, warum ist deine Größe und du bist so dick und so und so und so und so. Mit deiner Größe, mit deiner Höhe, du bist also dicker als normal, du musst entgiften, du musst nicht. Ja, ja, du sollst das entgiften, damit deine karmische Ursache löschen. Und ich bin dabei, dich zu helfen. Jeden Tag 2 Stunden, von Montag bis Samstag. Und ich begleite dich 1 Monat lang. Ja. Und ich habe gefragt, wie viel kostet das? Also wenn gut ist, dann zahle ich so gerne ein. Und er hat gesagt, 2000 Euro. 2000 Euro für diese 1 Monat. Ich habe gedacht, ja, gut. Wenn für meine Gesundheit, dann mache ich gerne. Ich kann auch lernen und dann kann ich kann auch diese Methode weiter für andere Leute, wenn ich diese Methode überzeugen kann. Ja, ja, dann gebe ich gerne auch, damit ich lernen, richtig lernen kann. Aber wie er mich sofort beurteilt. Ne? Beurteil, du bist so. Und karmische Ursache. Nein. Ich glaube nicht. Er hat mich noch nicht kennenlernen.
Und er hat mich sofort verurteilt und beurteilt. Du bist so, du bist so, du bist so. Ja, ich bin, wie ich bin. Ich bin zufrieden mit mir. Und ich verbinde auch mit meinem Inneren. Also ich bin jeden Tag, ich mache auch für mich, für meine Seele, für meinen Körper, was gut ist, was schön ist. Ja, und ja, ja, em đang nói về cái chương trình chữa lành chị ạ. Chào chị Trịnh Liên. Ja, und das mag ich, das mag ich. Ich bin auch bedankend, ich bin auch dankbar, dass diese Universum mich dieser Mann verbinden. Ich bin auch verbinden mit dieser Mann verbinden, damit ich lernen, was ist los in mir? Warum vertraue ich mich nicht? Warum vertraue ich jemand, der mich noch nicht kennt? Ja. Und sofort hat mich gesagt, du bist so, 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 so. Also, zum Glück, ich habe auch starke innerlich. Und dann sage ich nur Dankeschön. Vielen Dank für diese Begegnung. Ja, ja, ich bin so dankbar. Dann habe ich, das habe ich auch gesagt, ja, ich investiere 2 Stunden für mich selber. Ich gehe auch in mir selber hinein und frage mich, wo ist mein Problem? Wo ist meine Thema? Damit mache ich innerlich von mir aus. Ja, und nicht sofort die Menschen so sprechen. Also diese Worte ist so wichtig. Diese Worte ist sehr wichtig. Und er hat gesagt, ich begleite diese Menschen in Amerika, in verschiedenen Ländern und ich begleite solche Menschen. Ja, ja, ja. Gut, danke für deine Arbeit. Danke für deine Arbeit. Ja, aber ich kenne mich. Ich kenne mich. Und mit diesem Video wollte ich euch nur sagen, lass die Leute dich nicht herabsetzen. Du bist nicht genug. Du bist nicht gut. Du bist nicht abhängig. Du bist du selber. Ja. Du machst gut alles, was du machen kannst. Also, du kommst von außen und du komm und sag mir sowas, damit ich lernen kann. Ich lernen kann, egal was du sagst. Egal was du sagst. Und ich weiß, was ich bin und wer ich bin. Was mag ich? Also wenn ich hier Achtsamkeit sein, ich bin hier und jetzt. Ja. Ja. Und nicht, dass du sagst, oh, du kommst mit verschiedenen Hi, Grab von Gott, von das, von das, von das. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ja. Und wenn, ich kann gut vorstellen, wenn ich nicht dieses Selbstvertrauen in mir habe, dann bin ich sofort fallen runter. Und habe ich wieder Zweifel. Ich habe wieder Angst und ich muss das machen. Ich muss das machen. Oh, du bist gut. Und ich bin nicht gut. Ich muss dich folgen. Ja, also ich habe eine Nacht über Denken. Ich habe eine Nacht über Gedanken zu machen. Was ist, wenn der weiter mit anderen Leuten so redet? Und wie kann er, wie hoch ist er, wie stark ist er? Wie kann der Leute mit anderen Leuten so redet? Also er hat gesagt, das ist die Kammer. Und wenn man so was redet, und wie ich mit seiner Kammer, ich weiß gar nicht, was in meiner Kammer ist. Ich weiß nur heute, hier und jetzt. Yes, ich bin da und ich teile, was ist für die Welt. Und was ich darüber gebe, das ist nur von meinem Herzen, von meinem Herzen heraus. Und ob das gut für dich, dann nimm einfach an und überlegen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, und nicht sofort sagen, so ist besser, so ist besser und das ist besser.
dir. Ja, ja. Und jede Worte, wie nach außen senden. Jede Gedanken, wir nach außen senden. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Jeder Gedanken ist auch die Energie. Also wir senden, was wir senden. Und ich bin auch glücklich, weil ich jeden Tag, ich weiß, ich bin bewusst, was ich herausgeben, was ich sprechen, was ich denken. Ich weiß, was ich sagen. Und ich weiß, was ich kann, was ist meine Kammer, weil ich heute was gut tun. Wenn ich was gut tun, was kann auch schlecht zu mir? Wenn ich nach außen Gute sende, dann kommen auch wieder gute Gedanken. Diese Handlung wieder zurück zu mir. Ich denke dort meiner Herzen, was gut ist. Ja. Und auch glücklicherweise, was ich geben kann, was ich für die Menschen um mich herum geben kann. Ich habe so mehrere Beratungen durch diese Fernbehandlung. Ich bringe die Leute zu mutiger, Selbstvertrauen, Glaub an dich. Und so viele Leute zweifeln. Die vertrauen sich nicht. Die hat auch Gedanken, oh, ich habe das. Aber ich gebe auch immer die Unterstützung, also dich hochheben, gib nach oben. Also ich nehm, dass die Leute nicht darunter schieben. Du bist so und ich bin so. Nein. Und heute bin ich auch, bevor ich diese Livestream spontan mache, ich habe auch eine Mädchen, sie ist zweifel, soll ich hier, ich bin Buddhismus und wenn ich zum Kirche gehe, dann mein Vater hat Gedanken und Sorgen um mich. Und ich habe sie die Fragen stellen und dann sie hat gesagt, ja, ich habe schon die Antwort. Weil wir kommen alle von einer Quelle, von der Liebe, von dieser Reinheit. Und was ist Unterschied? Was ist Unterschied? Wenn ich zur Kirche gehe, ich bin eine junge Mädchen und ich bin so bewusst. Ich gehe und ich bete. Ich bete für mich, für meine Familie, für diese ganze Welt. Ob du zum Kirche gehen oder zum Tempel gehen oder zu Hause, ist alles gut. Ja. Und warum denkt meine Mutter, mein Vater, oh, ich bin Buddhismus, ich muss zum Tempel gehen. Und wenn ich zum Kirche gehe, ist nicht gut. Ist nicht meine Religion. Wir kommen alle von einer Quelle. Und als sie das Erklärung hören, dann ist sie so glücklich. Sie freuen sich. Ja. Und dann ist sie ausatmen. Ist frei. Ich schicke auch diese Video von Gespräch auch in meinen YouTube-Kanal, damit euch sehen kann. Und Altmutter haben wir auch mehr und neue Sichtweise mit unseren Kindern. Lass die Kinder los. Lass die Kinder los, wenn sie 18 Jahre alt ist. Sie ist frei. Lass sie fliegen und lass sie diese Erfahrung selbst sammeln, selber lernen. Und wir sind älter, wir können die Kinder nur unterstützen und sagen, mach das, ist das gut, lern das. Das gibt so viel Geschenk im Leben und lernen das. Ja, und sie ist so glücklich und sie hat gesagt, oh, du bist sehr tolle Mutter und gute Mutter. Ich wünsche mir, das gibt auch sehr viele Mütter, auch deine Meinung wie du. Und ich habe gesagt, ja, also wenn du erlaubst, dann kann ich diese Videos wissen und von diesem Gespräch zeigen. Damit, wenn jede Mutter da
sehen, unsere Gespräch kann sie noch mehr verstehen. Mehr verstehen und neue Sichtweise neu öffnen. Also mein Herz öffnen für alles, was Neues, was gut ist. Ja, dann nehme ich das an. Aber wenn nicht gut ist, dann schloss ich, dann schließe ich. Ich habe auch diese Grenzung, dass ich Nein sage. Nein, das möchte ich nicht. Ja, und das darf auch nicht in mein Kopf hinein. Ich schicke alles nach oben, transformieren, weg damit. Ja, und deswegen, ich mag heute diese Video durch diese Licht von Sonne vor mir. Und ich liebe die Sonne, ich liebe diese Licht. Und nehme ich diese Gedanken, ich glaube, ich verbinde mit meiner Quelle. Ich bin da, ich bin in die Mitte. Und ich bin auch Achtsamkeit. Ich achtsam, was ich spreche. Ob das gut wow. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Emgai. Vielen Dank, Tita. Sie hat die ganze Zeit übersetzen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich, du Liebe. Ja, 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 ja. Also nun, ich habe 2 Stunden in die Natur zu gehen, zu laufen, zu genießen, einfach. Und das Leben ist so schön. Einfach schön, genießen das. Und dadurch meine Heilkraft in mir richtig aktiviert und entgitten. Ich entgitte mich. Und diese Achtsamkeit, jeden Tag, ich bin auch froh, dass ich meine Zimmer richtig wischen kann. Und ich sehe jeden Tag, wie schmutzig das Zimmer ist. Und muss man jeden Tag diese Wohnzimmer einmal wischen, sauber machen, dann sieht man das. Ist genauso wie in die Seele Gedanken. Was ist nicht nötig für Gedanken ist, dann nehmt das weg. Sauber machen, in die Seele auch. Darum ist alles glänze. Leute, ist das wunderschön, oder? Ja, vielen Dank, Tita. Ich liebe dich, ich liebe euch. Ja, ich verabschiede mich in diese Livestream und ich gehe mal raus, spiele mit dem Schnee, mit meinem kleinen Hund. Und ich freue mich, dass ich nächstes Mal irgendwas Neues für euch teilen dürfen. Also, alles Liebe, Achtsamkeit. Ich bin hier und jetzt. Ich bin hier und jetzt. Also, eine übrigen. Ich hab neulich von einer deutschen Freundin geschrieben, ich mag deinen Humor und deine Erklärung. Deswegen, ich wollte dich als Freundschaft anfragen. Ja, ich weiß, dass ich meine deutsche Sprache nicht so gut spreche. Wirklich, ich lerne jeden Tag dabei. Aber sie hören mich von Herzen. Und wenn sie mich von Herzen hören, dann sie ich nicht beurteilt, du bist Ausländer, du sprichst nicht gut Deutsch. Ja. Ja, was man hören von Herz zu Herz. Und dafür, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. I love you, I love you. Ich liebe dich, Tui. Komm mal bald zu mir. Ich liebe dich.